Steht auch bestimmt so eine Betriebsvorschrift. Man muss bestimmt nicht schon früher anfangen. Oh, ein Tunnel. Ach, süß. Klaus hat auch seinen eigenen Tunnel. Josh, es ist mehr ein kleines Viadukt oder sowas und kein Tunnel. Aber es regnet auch nicht im Tunnel. Das finde ich auch gut gemacht. Wie im Euro Truck Simulator. Genau. Wir haben es auch schon bei Alien Co. festgestellt, dass es im Tunnel nicht regnet und dass wir das alle toll finden. Genau, wenn wir jetzt bremsen, dann kommt nämlich auch das ganze Wasser vor. Auf eine Scheibe drauf. So. Klaus, sein eigener Bahnhof, der ist auch ein bisschen kürzer. Der ist nicht 300 Meter, sondern... Hollala, wird's aber echt eng hier. So ein kleiner, kurzer Bahnhof. Tut mir leid, Klaus, dass ich mich bei dir verbremse. Aber ich denke immer, okay, am Anfang dann so 60, das hat immer gereicht. Aber hier ist das Problem jetzt, dass es etwas kürzer ist. Wobei das ist... Das reicht trotzdem. Ich glaube, 100% Bremseinstellung ist zwar nicht so genau das, was man braucht. Aber Notbremse ist es ja eigentlich noch nicht. Also steht doch nicht Notbremse dran. Das heißt, es ist... Völlig legitimer Teil, den ich so benutzen darf. So, und komplett pünktlich sind wir auch noch. Das ist einfach toll. Reifen GmbH, genau. Oha, sogar beleuchtet. Ist das nicht Premium? Haus des Meeres in Bregenz. Oh, da steht Deutsche Bahnwagen. Was ist denn das da? Warte mal, was ist denn das hier? Huch. Ja, das sind Deutsche Bahnwagen. Die Frage ist, was die enthalten. Was bist denn du? Was enthältst du denn? Frische Luft, okay. Was haben wir hier? London Lipstick. Okay, im Kino. Aber es ist echt toll gemacht. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also mir gefällt die Map. Ich glaube, das wird eine, zusammen mit Frankfurt, wird es eine meiner Lieblingsmaps. So. Kommen wir auch schon weiter hier. Müssen nur mal schauen, ob es ein passenderes Szenario hierfür gibt. Aber selbst mit 101 macht es Spaß, hier zu fahren. Ganz ehrlich. Wenn das in der Realität genau hier eingesetzt wird, dann macht das auch durchaus Sinn und hat seine Berechtigung, dass das hier so ist. So, nächster Halt, Sulz. Sowas gibt es aber bei uns in der Region. Sulz am Eck oder sowas in der Art. Feldkirch ist dann in 10 Minuten. Wenn Sie am Hauptbahnhof in München einsteigen, in 10 Minuten. Kommt immer wieder in den Kopf, wenn ich in 10 Minuten höre. Das ist einfach toll, den müsste ich mir auch nochmal reinziehen. In 10 Minuten, damit starten Sie Ihren Urlaub. Quasi direkt am Hauptbahnhof. Das heißt, der Hauptbahnhof in München rückt viel näher an die Städte der anderen Welt heran. Denn wenn Sie in den Transrapid am Hauptbahnhof, in den Hauptbahnhof einsteigen, dann starten Sie am Hauptbahnhof in München Ihren Urlaub direkt. Und damit verbindet man München. In 10 Minuten verbindet man quasi die Welt. Ja, der Klassiker. Einfach schön. Die Transrapid-Rede ist einfach eine Pracht. Toll. Müsst ihr echt mal wieder geben. Einfach, weil es extrem lustig ist. So, Sulz Gleis 1. Der Berg hilft mir mit zu bremsen. Dankeschön. Dankeschön, lieber Berg, dass du mich unterstützend mir beiwohnst. Das finde ich toll. So, jetzt sind wir da auch alle drin. Das ist schön. Wobei, ich finde auch die Teile voll cool. Diese Klappsignale. Die sind wirklich für jeden Dummbeutel. Wenn da so ein Strich durch die Mitte steht, dann heißt es hier bitte anhalten, so wie eine Sackgasse im Autoverkehr. Ich gehe mal dann weg, Maus. So. Wunderbär, schon ein bisschen zurück mit der Bremsstufe und da können wir ganz geschmeidig hier stehen bleiben. Der Fahrplan ist zwar wirklich straff, also man muss echt ordentlich auf die Turbo drücken, aber er ist schaffbar. Und dass das Szenario jetzt hier quasi als rotes Szenario angelegt ist, verstehe ich nicht komplett. Wobei, wahrscheinlich... passiert es auch auf den letzten Metern irgendwas Böses. So, wie oft müssen wir eigentlich noch anhalten? Oft, okay. 1, 2, dann hört es auch schon auf. 1, 2, ganz oft. Jo. Ah, nee, ich soll vielleicht nicht die Bremse rausmachen, wenn wir am Hang stehen. Ja, genau. Dann fahren wir nämlich los. Gleich mal hier. Das war zwar bestimmt nicht optimal, aber wir fahren auf jeden Fall nach vorne. Und das ist die Hauptsache. Nicht der Weg, sondern das Ergebnis zählt. Hey, Josh, das stimmt gar nicht. Der Weg ist das Ziel. Gerade als Zugfahrer, da bist du der Weg für die anderen. Und Bahnhöfe zu erreichen, also quasi dein Weg ist anderer Leute Ziel. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Ja, im Prinzip hast du ja recht. Ist ja okay, ich denke mal drüber nach. Gut, danke fürs Nachladen. Ja, danke, hast du nachgeladen. Wunderbärchen. Jo, Rankweil. Hollala, es wird aber echt ländlich hier. Hält es aber nicht in jeder Milchkanne an. Und wir entfernen uns auch ein bisschen vom Bodensee. Okay. So viel sehen wir. Oh, das sind Kühe. Das sind aber keine Hamburger Kühe.
Warum denn auch? Die gibt es nur in Omsi. Das ist einfach weltexklusiv. Das muss auch exklusiv bleiben, weil diese Züchtung, die kriegt halt nicht jeder hin. Es ist schon schwierig und deswegen sollte das auch wirklich exklusiv bleiben, so wie das ist. Jo, 0,47 Kilometer. Naja, das kriegen wir irgendwie hin. Einfach nach Gefühl bremsen, ich meine. Das passt schon immer irgendwie. Da vorne ist das Anfangs von dem Bahnhof-Dingens-Gedöns, Viechteil, bla. So, nächster Halt, Rankweil, Gleis 2. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Anschlusszüge haben wir leider keine. Tut mir leid. Das heißt, sie können sie weder verpassen noch erreichen. Das ist ganz schön. Sie können gerne in den Güterzug, der da links steht, einsteigen. Auf den Holzwaggons mitfahren. Das ist auch ganz bestimmt ein bisschen gut für die Hintermuskulatur. Wenn man nicht nur auf hier so weichen Premium-Sitzen sitzt, sondern mal ein bisschen auf Holz fährt, so wie damals im Heuschober mitgefahren, dann ist das bestimmt gut für... Ach, Tag, Kollege. Der fährt auch wieder durch. Der hat zwei Wagen. Ich will auch zwei Triebwagen haben. Okay, da auch ein paar mehr. Okay. Er hat einen, ich würde sagen, klitzekleine Anzahl mehr an Wagen hinten dran. Also ein bisschen mehr als vier. Ich glaube, ich habe trotzdem ein besseres Zug-Triebwagen zu Wagenverhältnis. So. Das heißt, wir sind aber nicht... wir fahren aber nicht bis ganz Ende, gell? Nee, fahren wir nicht. Das heißt, da ist noch ein ganz schönes Stück. Das sieht bis nach Passstraße aus hier. Muss noch gucken, welches Szenario da hochführt. Das fände ich auch mal interessant. Weil die Strecke gefällt mir. Man braucht wirklich zum Befahren mehr als eine Stunde. Das ist echt toll. Also hat sich gelohnt, das Add-on. So, können wir hier ein bisschen wieder aus der Potte kommen hier. Feldkirch am Berg. Gleis 1 ist, glaube ich, vorletzter Halt. Wenn ich das der Fahrplananzeige richtig entnehme. So, die fahren ja alle über Kurve. Das machen die ganz gut. Oh, das ist ein Schloss oder was immer. Das ist eine kleine Burg auf einem Berg. So, ich finde es auch toll, dass die Regenteile einem entgegenkommen, wenn man... Die Regenteile haben wirklich eine Richtung. Das ist echt interessant. Also muss ich sagen, die Wetteffekte sind echt klasse gemacht. Da kannst du sagen, was du willst in dem Spiel. Das ist echt super. Super, super. Jo, schneller will ich eh nicht mehr. Oh, die Berge sind alle begrünt. Ach, es ist niedlich. Ach, es ist schön. So, genau, Feldkirch. Der Bahnsteig sieht aber sehr kurz aus, muss ich sagen. Oder tut das nur so? Feldkirch Einfahrt, okay, ist auch benannt. Oh, ich hab noch... Kein Wunder, bremst der nicht. Ich bin kompetent. Bremst mal, Zug. 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 How about you bremst a little bit? Ja, ich würde gerne, dass du auch mit Strom bremst. Da bremst du nämlich gerade irgendwie gar nicht. Also nicht wirklich effektiv. Finde ich gerade nicht so korrekt von dir. Warum bremst denn der nicht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, weil ich Gas gegeben und gebremst habe. Deswegen bremst er jetzt nur so wenig. Nein! Weißt du, gegen Ende, die ganze Fahrt ist so wunderschön gelaufen. Ich habe ihn nie verbremst. Das hat alles... Ja, eben. Da haben wir nämlich ein Haltesignal. Toll. Schön. Und das alles, weil es hier nur mit Dingens, Radbremse bremsen. Das ist nicht toll. Wunderschön. Ich hoffe mal, dass ich immer wieder beschleunigen kann, wenn den Zug jetzt nicht kaputt gemacht habe. Richtig, habe ich ihn kaputt gemacht. Ach Mist. Machen wir mal hier Strom auf, den wir nochmal hoch und nochmal runter. Weil das war nämlich das Problem, was ich in der letzten Folge hatte, dass ich den Zug kaputt gemacht habe. Da ist er nämlich nie mehr gefahren. Was ist das hier? Scheibenwischer. Nee. Lokbremse, Zugbremse, Zugbremse. Was bist denn du hier? Zugspitzensignale. Okay. Ich weiß so nicht, was du tust. Sandstreuer. Was tut denn das alles hier? Ich habe keine Ahnung. Hoffe, dass wir trotzdem weiterfahren können. So, wenn jemand Fahrtrichtungswende wieder nach vorne. Mach mal zu da hinten, der kommt schon durch die beiden Türen da rein. Das kriegt er hin. Braucht zwar ein bisschen länger, aber was willst du tun? Ich hoffe mal, dass wir echt weiterkommen. Die Frage ist, wenn hier rot war, wo ist denn dann wirklich rot? Hier ist, da dürfen wir fahren. Ist ganz schön und im Prinzip dürfen wir bis zum Bahnhof theoretisch reinfahren. Okay, so, wir dürfen fahren. Achso, wir sollten vielleicht die Bremse mal lösen. Gelöst.
haben wir das Problem gelöst. Nein, doch der Zug fährt. Oh, weil das Problem war nämlich in der letzten, ich habe am Anfang erzählt, dass ich mal ganz kurz, schon mal angefangen habe aufzunehmen. Das lag daran, ich habe Schub gegeben und er hat nicht geschoben. Das heißt, es hat wirklich nichts funktioniert, was irgendwie mit Strom zusammengehängt hat. Die Bremse hat nicht funktioniert. Also nicht die Wirbelstrombremsen, Unterstützungsteilgedöns, sondern es hat wirklich nur mit dem hier direkten mechanischen Bremsteiler funktioniert. Wo muss ich denn anhalten? Ist da rot? Ich darf doch fahren. Da ist doch nicht rot, oder? Oder bist du ein rotes Signal? Ich glaube nicht. Nö. Bist kein rotes Signal. Okay. Das heißt, ich fahre mir jetzt einfach mal ganz langsam in den Bahnhof ein, weil ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst gehabt, dass es jetzt wieder so ist. So ganz kurz vor Ende der Aufnahme jetzt. Haben wir da irgendwo mal rot? Nee, da dürfen wir auch fahren. Nur halt langsam. So, schneller fahre ich jetzt einfach mal gar nicht als 60. Sonst geht eh wieder was. Okay, das ist ein. Ah ne, du bist eine 60. Okay. Was bist du da vorne? Hilfe, die Signale machen mir alle Angst, weil ich die nicht verstehe. Was sind denn so kleine für Teile da? Ich habe keine Ahnung. Sind das nicht nur so Rangiersignale? Ich hoffe, es wären welche. Ich vertraue da einfach mal, dass der Typ, der mich da leitet, dass das da alles klappt. Und ich wäre ganz bestimmt wunderbar mit 110 über diese Weiche gefahren. Ja, ein Glück bin ich nicht so schnell gefahren. So, du bist hoffentlich auch grün. Ich hoffe einfach mal. Komm, aber auf 60 können wir jetzt hier hoch, sonst. Wobei, da ist schon der Bahnhof. Hä, ist das schon der Bahnhof? Weil der fängt offiziell erst 0,4 Metern an. Du bist schon der Bahnhof. Okay, es ist schön. Hier dürfen wir offiziell noch nicht halten, weil das ist zwar optisch für den Zugführer, ist es zwar schon ein Bahnhof, aber für das Spiel noch nicht. Okay. Soll wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir wirklich erst da vorne anhalten. Dann werden wir dem ebenso tun. Wo haben wir es denn? Du bist rot, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Mist. Sie haben ein rotes Signal überfahren. Oder nicht? Ja, ich hätte vielleicht vor dem Signal anhalten sollen, damit da noch jemand rumkommt. Ich bin kompetent. Ich bin blöd. Ihr könnt offiziell sagen, ich bin blöd. Und damit hättet ihr sogar recht. Naja, was willst du tun? Jo, das war, glaube ich, unsere letzte Haltestelle. Josh, das heißt Bahnhof. Ja, ist ja okay. Also ich verstehe eh nur Bahnhof. Warum zischt das die ganze Zeit? Weil da wahrscheinlich, weil wir jetzt hier mitten irgendwo stehen, wo gleich ein Zug kommt. Hilfe! Also, eigentlich hätte ich ein bisschen rückwärts fahren müssen, aber was willst du tun? Da steht aber auch kein anderer Zug. Okay. Dann würde ich sagen, war es das einfach mal. Ich bedanke mich. Fast perfekt. Ja, nicht ganz. Eben, weil wir darüber gefahren sind. Aber was willst du tun? Ich bleibe gewillt fürs dabei sein. Was haben wir falsch gemacht? Weiß ich nicht. Ja, Geschwindigkeit zu schnell. Bla bla. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder wahrscheinlich. Auf dem Slot übermorgen sehen wir uns wieder mit einer älteren Aufnahme vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, die ich sonst bisher noch nicht rausgehauen habe. Ganz kurz zur Erklärung, die haben wir angefangen aufzunehmen zusammen mit an Julian und Co. Das Problem an der Stelle war dann, dass wir die Aufnahme nach 3,5 Stunden abbrechen mussten, weil sonst Anni uns weggeschnarcht wäre und wir alle ein bisschen müde waren. Haben wir die quasi abgebrochen, haben dann zwei Wochen danach angefangen zu drehen. Das Problem war dann, dass das Server auf die 1.20 abgedatet hat und wir deswegen unsere Aufträge nicht weiterfahren konnten. Haben wir deswegen die Aufnahme verworfen. Hab aber mit denen ausgemacht, dass die das für Outtakes verwenden können am Ende des Jahres und ich kann die Folgen einfach so hochladen, wie ich will. Wenn ich mal nichts zum Zeigen habe, dann würde ich sagen, zeige ich die jetzt in den nächsten, ich glaube 6 Folgen sind das jetzt geworden, 6 mal halbe Stunde. Ja, genau, die könnt ihr euch dann anschauen oder 5 mal, ich weiß es nicht, ich glaube 6 Folgen waren es. Die werdet ihr dann auf dem Slot hier sehen und danach sehen wir uns wieder im Train Simulator. Weiß noch nicht genau, was wir fahren. Auf jeden Fall macht's gut, bis dann. Vielen lieben Dank fürs dabei sein, fürs Aushalten des Fails ist gerade am Ende, aber es ist am Ende, glaube ich, normal. Also,
normale Leute werden gegen Ende der Aufnahme kompetenter. Bei mir lässt das nach, das ist schön. Auf jeden Fall, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.